Hallo meine lieben Freunde des gepflegten LS19, willkommen hier zurück bei einer weiteren Folge auf der Ehrengrad mit dem lieben Florian. Einen wunderschönen. So ist natürlich wie immer wieder fleißig am Ball pressen und am Heu wegfahren. Ab die letzte Bahn. Ui. Dann kannst du wieder dann Ballenwagen hinter schnallen und Ballen weg. Baller, Auto anderen. Schon wegen Knopf, du. Ich bin natürlich mit meiner Frontabschleppstange da und ab her, was ist? Nix. Okay. Ich wollte die Straße fahren, dann kam der direkt nach unten. Oh. Ah ja, hast du noch mal kennengelernt, ne? Ich mach die Presse jetzt nochmal voll, dann ist vorbei. Wenn du willst, kannst du dann noch den Ladewagen noch wegen haben. Nee, passt schon. Okay. Dem hat's mit Pressen gereicht. Haben wir keine Bahnen mehr hier. Hm? Irgendwie. Gerade zieht er nicht. Der geht nicht. Wo sollen wir noch Bahnen haben? Ja, über dem Hof. Achso, ne, die habe ich schon alle weg. Wir haben, jetzt cool, die, wir haben jetzt bloß noch die große Wiese. Kannst du auch gerne bloß damit helfen? Ich bin gerade am Presse voll machen, damit die schon leer ist. Ach so. Also, es fehlt da genau ein halbes Prozent oder so. Also suchst du jedes Vizeller zusammen, wo du findest. Was meinst du, was ich gerade mache? Ja, ich sehe es ja nicht. Aber ich habe das mal eine Vermutung. Ja, voll. Bin voll. Und deshalb funktioniert. Funktioniert. Und voll. Alter. Da geht Zeug rum, das glaubst du nicht. Das ist nicht normal. So, ich fahre mal hier raus. Keine Ahnung, ob es geht. Geht. Bam bam. Bin draußen. Licht wieder auch normal. Und dann geht's wieder los. Das Zeug wollte man auch nur wegfahren mit dem. Was, die Wolle? Ja. Kannst du gerne machen. Oder sollen wir bis zum nächsten Tag warten und dann wegfahren? Mir ist wurscht, ich kann selbst auch wegfahren. Ja, ich glaube, es wäre besser, du holst jetzt. Ich glaube, es wäre besser, du holst jetzt erstmal die Ballen heim. Also, wo wir Tag gibt. Oha, der Eierpreis ist fallend. Ja, die Eier kannst du mal wegen wegmachen. Ja, bei mir ist eigentlich wurscht. Ah ja, ob es der Palette mehr am Hof steht oder nicht, ist auch egal. Hab ich noch irgendwo meinen Kleinstall? Florian? Weiß gar nicht, wo ist denn dein Kleiner eigentlich? Ach, der hängt hier vom Ding dran. Oh, da fällt mir glaube ich noch was ein. Ich muss noch was schaden. Ein Stück. Was? Egal. Ja, ich habe nur so eine Bahn oder so auf der großen Wiese. Da habe ich übergelassen für den Folgenanfang, habe ich vielleicht vergessen. Mit der ersten Folge, egal, machen wir dann gleich. Bitte oder später stoßen wir auf den. Vielleicht steht die haben beim. Ja, der hat einen fast vollen Wagen hinter sich. Ach so, deiner ist ja vom Drescher. Oder beim Drescher vor die Anhänger. Ja, ja, fahr den gerade heim. Der Dresche steht aber dann immer noch, ist wurscht. Den gibst du ja auch noch. Wir müssen die auch abschließen, die Mission.
Ja, was meinst du, was ich gerade vorhabe, ey? Ja, ich gucke gerade um 100 hin. Oder hast du ja, schon? Supermarkt. Supermarkt, oder? Ja. Ja. Ja, okay, da blinkt's auch. Nochmal 2318 Euronen. Lieferung. Um 11 in der Nacht. Egal. Da geht schon. Der Nachtarbeiter ist da, hieß es. Ja, bei so Annahmestellen muss er eigentlich rund um die Uhr eine Person da sein, die wo die, wenn jetzt ein LKW kommt oder so, die Waren dann abnimmt, ne? Naja, in der Nacht darf... Soweit ich weiß ja nicht, wie Betrieb sein eigentlich. Ja doch, du musst halt deine Ruhezeiten einhalten, aber ansonsten darfst du in der Nacht fahren. Die meisten fahren ja, schlafen unter Druck und fahren in der Nacht, weil da weniger los ist. Ja, aber... Das ist schon eine, nein, aber ich meine, bei den Verladestellen. Das ist ja, da gibt's ja keinen Schichtwechsel eigentlich. Muss doch auch eingeben, oder nicht? Normalerweise nicht. Oh, ich hab hinten das Licht an. Also klar, es gibt schon Schichtwechsel, aber. Ich sitze spätestens 9 Uhr Feierabend. Ich weiß es nicht, wie es genau ist. Ich kann ja mal. Ach, da vorne, ja. Ja, da oben steht er noch. Wie eine Schwade. Machen wir jetzt den noch voll und dann schwaden wir das schnell zu Ende. Was steht? Da ist ein Häufchen liegen geblieben. Wollen wir mal runterschalten hier? Da hat er schon ein wenig zum Siegersteuer, so ist es nicht. Ne, ich kann das mit dem kleinen Steuer nicht anhängen. Steig mal ein in den. Dann willst du den anhängen. Ja, bin da. Das ist doch nicht normal. Hä? Also, der hängt so weit oben. Hauptsache bei dem läuft da auch durchgehend die Zapfen, oder? Ja, die geht immer. Hm? Die geht immer, ja, dann fahr ich halt mit dem Großen, ist mir auch wurscht. Aber weg. Aber das geht doch, oder nicht? Nee. Nee. Da ist er ja. Wieder in der Nachbarn sammeln, ich hab auch, aber ich hab eigentlich, ey, ich werde wieder welche liegen lassen. Oder nicht, ich hab schon fertig geschwadet. Doch, ich muss nur noch wegfahren, stimmt. Was ist? Ich stell den her für morgen, wenn er in der Nachbarn sammelt, da lasst immer welche liegen. Oder nicht? Ja, nee, ich würde das jetzt schon machen. Weil erstens, am nächsten Tag sind sie dann alle eingewachsen. Und zweitens,
Wir müssen jetzt dann, also... Das Gras packt doch nicht so schnell, Alter. Natürlich. Ein Tag vorgespult und da ist das Gras reif. Ja, ein Tag vorgespult. Es macht ja keinen Sinn vorspulen, dass nichts reif ist und danach wieder vorspulen. Also in meinen Augen. Nein, aber ich meine, wir werden ja eh wahrscheinlich durcharbeiten. Und dann, weil die halt schnell bis heller wird. Achso, das meinst du. Achso, ja, ja genau. Du kannst ja gleich den Betrag schnell schnappen und nochmal die Felder kalken. Ich glaube, du musst noch eine Schicht drüber. Weil letztens hat es der Helfer nicht gemacht. Ich hol'n ich werd's mit dem Zeug hier gefahren. Hm? Mit dem Weidemann. Ja, aber wichtig ist ja nicht erstmal die Felder. Weil wenn da was wächst, dann kann man da nimmer drauf. Steier. Dann müsst ihr noch am Feld stehen. Okay. Okay, gut, das GPS passt nicht. Ist es sauber? Ja. Dreieck. Kann auch noch ein bisschen Wäsche übertragen. So sind wir ja nicht, ne? So. Jetzt glänzt das Teil aber wieder. In meinen Augen. Zeug steht schon wieder schief drin. Ey, verstehe ich das nicht. Was da abgeht, keine Ahnung. Den Klemperdinger schon werden wir auch mal irgendwann verkaufen, ne? Ja, der würde eigentlich mal aufgeben wegen dem kleinen Zeugfilter zum Schwaden. Aber das merken wir sowieso nicht mehr. Da wollen wir den so wirklich gebraucht hätten. Ja, eben. Oh, da waren wir noch. Hab's aber gleich gesagt, dass wir das nicht. Ja, Anfang ist es immer so, du willst dein Zeug nicht unbedingt hergeben. Und dann so später merkst du dann so, was brauche ich das eigentlich noch? Wie viel gibt denn der überhaupt noch? Lohnt sich das überhaupt? Der ist ja richtig eigentlich vollgeknallt worden. Ich glaube 7000 gibt da schon noch. Ja, 7000 glaube ich schon noch. 8000, leck. 11,2 Stunden. 16 Tage ist heute. Aber die wollten noch tanken. Der wurde mehr genutzt, der wurde sogar mehr genutzt als wieder. Moment mal, wir werden unsere Schwade zusammengerechnet, wer benutzt das für unsere Mähwerke? Weil wir Schwaden länger brauchen? Echt? Wie hätte ich jetzt schon gesagt. Bin mir zwar nicht sicher, aber so würde ich es halt logisch sagen. Weiß ich nicht. So, hier bin ich mir zwar auch nicht, aber... So, jetzt hätte ich jetzt erschlossen. Hier steht hier auch noch immer rum. Ja. Ah, das Mähwerk wollen wir auch austauschen. Die Flügen da noch. Wie viel kostet das? Wir wollten ja... Willst du Glas oder Vicon? Ja. Wir können auch einen Kron... Ne, Glas würde ich nicht sagen. Glas haben wir schon so oft gehabt. Ja, dann Vicon. Ein Vicon oder so. Ich habe mal gedacht, ein Feller, aber da gibt es keinen Schmetterling. Wenn er ist so privat. Jo. Der Zug ist da. Scheiße! Nee, Spaß. Dann nehmen wir halt Vicon, ja. Oder Gfernelland, je nachdem. Nee, Gfernelland passt nicht so mit dem grünen Ding. Aber ich finde das schöner. Nein, das sieht doch nicht schön doch aus, zum Mähen doch nicht. Nee, sicher doch. Nee, also mein Geschmack ist es gar nicht, das vom Quernelland. Also ein Hühnerfell ist ultra praktisch. Why? Ist ja viel praktischer als wie Grau.
Ja. Ey, in echt so. Oder schwarz. Und ich finde es auch schön da irgendwie, keine Ahnung. Ich muss sagen, von Bodenbearbeitung oder so finde ich jetzt von Quernelland schöner als wie von Vicon. Aber wenn es um Metaebene geht, da bin ich eher so auf Vicon-Seite. Im Design her. Oder was ist es doch rot-schwarz normalerweise, oder nicht? Ja, rot-schwarz. Ja. Und dieses andere rot-grün. Wir könnten aber auch nach einem Kuhn schauen. Nee. Erstens, da gibt es keinen Schmetterling. Und zweitens. Nee, doch. Auf Kingmods habe ich erstens gesehen. Ja, aber das ist halt nur ein ungeskinntes Pöttinger, wenn dann. Nee, ist nett. Es macht sich doch keiner die Arbeit, einen Kuhn Schmetterling zu machen, glaube ich nicht. So gut wie jedes andere Mähwerk ist einfach nur ein ungeskinntes Pöttinger. Also die meisten. Nee, der schaut neu aus. Normalerweise hätten wir dann sowieso nicht auf Kingmods hoch. Wenn dann Mod hab oder so. Also wenn es ein gutes hey. Ist. Findest du cool nicht schön oder was? Also Mähtechnik muss ich sagen, nee. Bodenbearbeitung ja, aber Mähtechnik Kuhn so, Kuhn ist dafür nur so nebenbei der Marktführer. Ja, du siehst es kaum. Bei uns rum vielleicht, ja. Aber Kuhn ist Marktführer. Ich muss sagen, also wenn ich jetzt in YouTube gehe oder so, ich sehe hauptsächlich Pöttinger oder Krone oder so, aber Kuhn. Am stabilsten und am besten baut Kuhn. Ja, was soll ich denn jetzt schauen? Und am allermeisten verkaufte Mähwerk hat Kuhn. Flo. Die meisten verkauften Mähwerk hat Kuhn. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Einfach am besten baut auch und am stabilsten und alles. In Mähtechnik ist Kuhn richtig weit voraus. Bighause. Ja, die bauen halt stabil. Haben setzen auf Scheibenmähwerktechnik und so weiter. Aber das ist doch dann nicht in Deutschland Marktführer, oder? Nee, aber weltweit. Ja, aber in Deutschland gibt es so gut wie. Also ganz wenige nur. Will ich jetzt mal so sagen. Wir haben eins. Ja, okay. Und Pöttinger ist momentan auch bloß so verbreitet bei uns, wie er dabei war. Alle anderen alle anderen Händler, wie Gruma oder so, oder Schwab und Jäger, die verkaufen alle am allerliebsten Kuhn oder Krone. Ja, weil nachdem nämlich Klaas ihr eigenes Verkaufsnetz aufgebaut hat, hatte Baywar nichts mehr mit Mähtechnik, hat sich Pöttinger geschnappt, also Österreicher halt, und hat dann da ihre Hand draufgelegt, dass das kein anderer Händler verkaufen darf. Ja, komm, ich mach das hier unten. Obenrum hat er noch Zeit. So, ja. Du bist halt eher so ein Typ, der schaut nach dem Aussehen, gell? Ja, also muss ich sagen, also im LS oder so, ich gucke ja meistens aufs Aussehen. Und es ist halt auch funktioniert. Schnell muss es sein, Flo, funktioniert. Nee, bei mir nicht. Oh. Nee. Ich fahre nichts, was. Nee.
Also wenn ja, gut, mit der Kombi, mit der Kombi einfach bloß das hintere Schmetterlingsmehrwerk austauschen, kann ich dich irgendwo verstehen. Ja, wenn dann fährt man ein, okay, cool. Aber lukrativ ist es nicht. Ja, doch. Nee, ist es nicht. Ja, doch, weil wir dann vorne weniger Arbeitsbreite haben. Das heißt, es bleibt irgendwo was stehen. Normalerweise nicht. Natürlich. Die Schmetterlinge im LS sind immer aufeinander abgestimmt. Ja, aber in Rülef lukrativ ist es nicht. Ja, du guckst natürlich auf die Arbeitsbreite, ob das passt. Ja, das schon, aber lukrativ ist es nicht, wenn man beides austauscht, weil... Ja, wenn es so ist, wenn man sieht, ja okay, die vordere Arbeitsbreite, die passt, dann muss man sie nicht austauschen. Aber wenn man sieht, ja, das vorne, das ist viel zu klein, das passt gar nicht, dann tauscht man sie so oder so aus. Also wird es nicht machen, weil sonst lasse ich hier irgendwo was stehen. Das macht dann auch keinen Sinn, da dann nochmal drüber fahren. Aber normalerweise darf ich nicht stehen bleiben, weil das Pöttinger Schmetterling ist ja nicht breiter. Das unten ja dann nicht schmäler oder breiter als wie das Ding normalerweise. Wohl manuell. Auch schon. Egal. Tütütütü, war was? Nee, ne? Aber liebe Leute, wir sind trotzdem mit der heutigen Folge auch schon fertig. Jetzt kommt natürlich der Moderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet auch keinen Cent. Und den roten Knopf drauf werden, falls noch nicht getan. Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Ehrengard. Immer das Snap hinter zusammen mit dem Philipp. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao.